The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast für The World Becomes One. Wieder mit meinem Lieblingsgast, obwohl du bist nicht der Einzige, lieber Helmer Rudolf, aber dennoch der, mit dem ich am häufigsten diese wunderbaren Gespräche führen darf. Also schön, dass wir zwei wieder beieinander sind. Ach ja, ein Grund mehr, sich wieder zu betrinken. Was? Wenn ich nicht der Einzige bin. Detox-Tee. Ah, genau. Ich habe hier mein gefiltertes Wasser vor mir stehen. Meine Filteranlage tut noch ihr Übriges im Hintergrund. Also falls Störgeräusche da aufkommen, bitte ich diese zu entschuldigen. Ich möchte mit dir ein ganz spannendes Thema angehen. Wir haben ja nur ein Mini-Kurz-Vorgespräch gehabt gestern. Die hermetischen Gesetze wollen wir uns vornehmen über verschiedene Folgen. Und du hast gesagt, ja, ich bin der Einzige, der das alles ein bisschen anders angeht und da noch ein paar wichtige Nachträge oder Zusätze hat, die du woanders nicht findest. Also das war jetzt meine Steilvorlage. Wir fangen an mit der Hermetik und ja, deinem guten Wissen. Was bezüglich der Hermetik, wie die Natur das so inne hat, beschränkt ist, aber wo trotz der Beschränktheit einiges von Wert übermittelt werden kann und darf. Hermetik. Ich lese mal vor. Beim letzten Mal war ich immer so gut im Vorlesen, aber es wird diesmal weniger sein, nur dass die Leute überhaupt mal wissen, sagen, was... Ich will mich sonst beschweren. Ich möchte dich frei sprechend im flüssigen Austausch und nicht immer aus dem Buch gelesen. Ja, aber den kannst du doch nicht kriegen, wenn du mich schon vor dem ersten Satz unterbrichst. Da kann doch der Fluss nicht stattfinden. Also, ja, aber ich dachte, den gebe ich dir nochmal rein. So zack, oh, ich bin fast genesen. Jawohl. Merkst du das? Ich bin schon wieder frech. So komm, jetzt gehört die Bühne dir. So soll das sein. Ja, Hermetik, ich glaube, die meisten von uns, kennen diesen Begriff von den 7 hermetischen Prinzipien, wie sie damals Anfang letzten Jahrhunderts durch das Buch Das Kybalion von den 3 Eingeweihten, also known as William Walker Atkinson, dargelegt wurde. Wikipedia, in diesem Fall immer ganz hilfreich, sagt, Hermetik, auch Hermetismus, ist die neuzeitliche Bezeichnung für eine antike, vor allem in der Renaissance stark nachwirkende religiös-philosophische Offenbarungslehre. Und der Fokus hier, glaube ich mal, oder die Betonung auf Offenbarungslehre, also eine Lehre, die etwas offenbart. Der Name bezieht sich auf die mythische Gestalt des Hermes Trismegistus, das ist der dreifach große Hermes, der als der Wissensspender galt. Im alten Ägypten war Hermes lief unter dem Namen Thot, und das war der mit dem Ibiskopf, der Gott, der alles aufgeschrieben hat. Dabei handelt es sich um eine im ägyptischen Hellenismus entstandene synkretistische, Verschmelzung des griechischen Gottes Hermes mit Thot, der in der ägyptischen Mythologie und Religion der Gott der Weisheit und der Wissenschaft ist. Und hier lassen wir mal synkretistisch weg und Hellenismus und Mythologie und Religion und fokussieren wir uns einfach mal auf Weisheit und Wissenschaft. Mhm. So, allerdings erscheint Hermes in manchen Texten nicht als Urheber der Offenbarung, sondern als deren menschlicher Empfänger und Verkünder. Und das ist schön, weil... das mich bringt zu einem Zitat aus dem Master Key-System, wo Onkel Charles gesagt hat, dass die Wahrheit durch die verschiedenen Zeitalter oder in den verschiedenen Zeitaltern auf verschiedene Art und Weise dargelegt werden muss. Und da kommen wir zu mir, weil ich mich seit geraumer Zeit übers Master Key-System mit der Hermetik befasst habe, mit diesen 7 hermetischen Prinzipien befasst habe, immer wieder natürlich von meinen Kunden Feedback bekommen habe, so nach dem Motto, das ist mir zu schwer und kannst das nicht noch vereinfachen. Und ich bin halt so ein Vereinfachbär, der das gerne tut. Und das habe ich eben mir auch bei den 7 hermetischen Prinzipien nicht nehmen lassen, die einfach so einfach zu vereinfachen, dass sie einfach nicht mehr vereinfacht werden können, es sei denn, sie verschwinden komplett. So, und wenn du jetzt Bock hast und keine weiteren Fragen hast, dann kann ich einfach da mal einsteigen. Ja, ich habe Bock, ich brenne. Oh, Chérie, brenne. Hämmer, weiter. Ja, jetzt du.
Ich brenne auf das Wissen, genau. Also ich bin total neugierig und natürlich möchte ich mit dir da einsteigen, denn das haben wir ja nicht ohne Grund gewählt, dieses Thema. Du willst mich also? Na gut. Ich weiß, Cherie, ich liebe dich gleich kaputt. So, und jetzt bitte die Hermetik. Jetzt bitte die Hermetik, okay. Wir haben 7 Prinzipien, das heißt also, wir haben schon ein paar Sachen, wo man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf richten muss, als von 12 bis Mittag. Bei den meisten Leuten, und das ist ja heute einfach eigentlich der Zeitqualität schon fast geschuldet oder zu verdanken, dass die Menschen eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, weil es halt alles kurz ist und schön gescrollt werden kann und immer wieder neues Material nachgeschoben werden kann. Das Problem dabei ist halt nur, dass eine hohe Frequenz eben entsprechend oberflächlich ist und keine Durchdringung hat. Mhm. Ich vergleiche das immer mit dem Erdbeben. Erdbeben hat eine niedrige Frequenz und das merkst du über Kilometer. Und dein Wi-Fi-Signal kriegst du schon durch 3 Wände nicht mehr durch. Mhm. Und wir haben 7 Prinzipien und das heißt, wir müssen uns da ein bisschen mit befassen. Wir dürfen uns da ein bisschen mit befassen, weil diese 7 Prinzipien die absolute Grundlage unseres Lebens sind. Das sind geistige Prinzipien. Die versuchen, das Leben zu erklären. Und bevor ich da einsteige, noch mal kurz als Wiederholung eine Sache, die ich ja schon mal erwähnt habe, sonst wäre es ja keine Wiederholung. Dass wir als Menschen über die Jahrhunderte und Jahrtausende die Natur beobachtet haben und sie beschrieben haben. Und wir sind dann zu Gesetzmäßigkeiten gekommen, die uns das Leben vereinfachen. Und das ist der ganze Sinn dieser Suppe, möchte ich mal sagen, dieser Ursuppe, die undefiniert ist, bis wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten und dann bestimmte Muster, das heißt Wiederholungen, Strukturen, Ordnungsstrukturen, Regeln sozusagen erkennen. Mhm. Und wir tun das nicht nur so als pure Freude, sondern einfach, damit unser Leben leichter wird. Ich wollte gerade sagen, das gibt ja auch eine Sicherheit, so eine Art Geländer, ne, an dem wir uns irgendwie langhangeln können. Also bestimmte wiederholte Abläufe, Routinen, gerne genannt, geben dem Menschen ja auch eine gewisse Sicherheit. Na, du kannst aus dem Chaos keinen Nutzen ziehen. Du kannst aus der Unordnung keinen Nutzen ziehen, außer den einzigen Nutzen, den du aus Chaos und Unruhe und Unstimmigkeit und Unordnung ziehen kannst, ist der, dass dich das wieder zu einer Ordnung führt. Genau, neu sortieren. Neu sortieren. Und lustigerweise wären wir da fast beim Freimaurern, weil die ja sagen, Ordum, Abkaordum, wie war das? Die sagen doch Order out of Chaos. So, das heißt, und das Leben ist halt so ausgerichtet. Ich meine, wir können jetzt eine lange philosophische Unterhaltung reingehen, wollen wir aber nicht. Aber das Leben ist so ausgerichtet, das materielle Leben, dass es sich immer wieder auflöst. Das heißt, dass diese Ordnungs- und Regelstrukturen immer wieder zerfallen und neu geordnet werden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber alleine, nochmal das kurz von mir, alleine das schon mal zu wissen und zu verinnerlichen, kann vielen, die auch Angst vor diesem, nenne ich jetzt mal, materiellen Zerfall haben, die Sicherheit geben, alles, was sich da quasi auflöst und abbaut, wird sich ja auch wieder neu aufbauen, in welcher Ordnung dann auch immer. Aber Fakt ist, so wie du sagst, es hat eine gewisse Natur, ein gewisses Gesetz eben dahinter, ja. Und dann eine Ordnung auch, die aus der Unordnung dann wieder entsteht. Ich finde das ganz erfrischend, um ehrlich zu sein, den Gedanken. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes erfrischend, weil all das, was zugeordnet ist, also zu Leerzeichen geordnet ist, was zu viel Struktur hat, verliert eben auch an Leben, an Lebenskraft, weil Leben halt Bewegung ist und Ordnung und Struktur ist oft das Gegenteil von Bewegung. Und Leben kann sich halt nur durch Bewegung zum Ausdruck bringen und das impliziert, das beinhaltet, dass alte Strukturen zunichte gemacht werden müssen. Also ein schönes Wort übrigens, zunichte gemacht werden müssen, damit neue Strukturen entstehen, die eben dann, ich möchte mal sagen, dem Zeitalter angepasst sind, weil wir laufen ja auch als Menschen nicht nur durch einen Jahreskalender, sondern wir laufen ja auch durch sehr viel große oder länger andauernde Zyklen. Haben wir nicht auch die 7 Jahreszyklen? Aber komm, dann verfransen wir uns. Ne? Wir wollen ja... Ach, Thema für einen anderen Podcast. Genau. So, und das heißt also, wir als Menschen, um das zusammenzufassen, suchen nach Ordnungs- und Regelstrukturen, um die Unordnung, die uns das Leben tagtäglich vorwirft, einigermaßen begreifbar zu machen, damit wir uns eben als Menschen weiterentwickeln können, damit wir uns anderen Themen zuwenden können. Mhm. Und
interessanterweise tun wir das genau jetzt. Wir nutzen die Ordnungsstrukturen der Elektrizität, die wir durch Beobachtung erkannt haben, und haben uns in über die Jahrzehnte, Jahrhunderte Geräte geschaffen, wie jetzt ein Mikrofon oder ein USB-Stromkabel oder ein Handy oder ein Laptop, um eben das zu machen, was wir jetzt tun. Mhm. So. Die Hermetik sind 7 Prinzipien und das fängt alles an mit Geistigkeit. Und im Kybalion steht, dass alles, was es gibt nichts außerhalb des Alls. Mhm. Ja? Alles, das Universum ist eine geistige Schöpfung. Alles sind geistige Schöpfung, alles. Denn wenn du dein Bewusstsein dieser Sache entziehst, besteht diese Sache für dich nicht. Wenn dein persönliches Bewusstsein schwindet, gibt es diese Sache nicht mehr und kannst du keinen Nutzen mehr draus ziehen. Und ich habe diesem, in meiner männlich einfachen Denkweise, habe ich diesem ersten Prinzip der Geistigkeit und der Mentalität ein Fragewort zugeordnet, was ich auch mit den ganzen anderen folgenden 6 Prinzipien getan habe. Und für mich heißt das Fragewort dieses ersten Prinzips, ist natürlich alles völlig subjektiv und von mir erschaffen, dementsprechend auch anfechtbar. Wer? Und das heißt, wer trifft die Entscheidung? Mhm. Wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, wird sie für mich getroffen. Aber entschieden, das heißt geschöpft, wird so oder so. Wer trifft die Entscheidung? Und da darfst du dich als Zuhörer jetzt fragen, wo in deinem Leben triffst du die Entscheidungen und wo bewirkt die Entscheidung, die du triffst, dass sich das, was du möchtest, deine Entscheidung, eben auch verwirklicht? Und wo bist du fremdbestimmt? Mhm. Wo treffen andere für dich die Entscheidung durch Unbewusstheit oder durch bewusstes Unterlassen? Es ist ja weder gut noch schlecht, aber die Tatsache ist, dass wenn andere für dich bestimmen, du eben das bekommst, was die wollen, und das ist nicht notwendigerweise das, was du willst oder was dir gut tut. Deshalb frag dich, wer trifft die Entscheidung in deinem Leben für die, oder in diesen bestimmten Bereichen? Einfach mal hinsetzen und sich ein paar Gedanken darüber machen. Ich bin jetzt der Zuhörer und sage aber, was ist denn, wenn ich dennoch für mich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, die auch ausgedrückt habe an der entsprechenden Stelle und trotzdem das Ergebnis nicht meinem Wunsch entspricht? Und dann triffst du halt weitere Entscheidungen, bis das Ergebnis deinem Wunsch entspricht oder bis dieses Ergebnis in deiner Realität nicht mehr so von Relevanz ist, dass es dich berührt. Das hattest du nämlich, da wollte ich eigentlich hin, dass du, bevor du angefangen hast, gesagt hast, wenn ich den Fokus nicht mehr richte, dann verliert das Ganze auch an Realität. An Ordnungsstruktur. Und dann wird es, dann wird es eben chaotisch, dann wird es dann teilweise. Naja, oder an Realität. Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wenn ich nicht den Fokus, ich nehme jetzt mal nochmal das doofe Beispiel mit der Maskentragerei, ja. Wenn ich meinen Fokus nicht mehr so darauf richte, dass ich in den Kampfmodus mit irgendwelchen Menschen komme, weil die tragen Maske und ich eben nicht und es dann zum Eklat kommen kann, sondern wenn ich meinen Fokus einfach nur für mich, ist alles gut, ich lebe so, wie ich lebe und gehe mit dem entsprechenden Geist auch in die Welt und habe den Fokus eben nicht mehr auf Streit mit Maskenträgern gerichtet, dann muss ich sagen, funktioniert das recht gut, dass es auch sich in meinem Außen oder im Kontakt auch entsprechend dann nicht zeigt. Ja? Richtig. So. Du kannst natürlich jetzt diese ich sage das jetzt mal bewusst, das gibt wahrscheinlich wieder 25 Daumen runter, linksversiffte Woke-Bewegung. Du kannst ja jetzt sagen, ich identifiziere mich als maskentragend und wenn du was dagegen hast, dann bist du Rassist, Antisemit und Nazi. Ist doch schön, damit ist es doch gleich gelöst. Das kann man doch heute machen. Man kann die Leute auch mit ihren eigenen Waffen schlagen. Tut mir leid, ich identifiziere mich als maskentragend. Und da kannst du gar nichts gegen sagen. Aber das zeigt im Prinzip, wie hirntot das Ganze geworden ist, auch dieses Niveau, auf das man sich leider teilweise noch begeben muss oder auch nicht. Denn wir wissen ja, wer trifft die Entscheidung? So, du. Danke. Jetzt hast du die Brücke bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt will ich noch tiefer in den Sumpf gehen. Ja, genau. Aber da muss ich dich leider enttäuschen, denn mit dem nächsten Prinzip gehen wir richtig tief in den Sumpf rein. Aber das ist ein geiler Sumpf. Das ist ein Torfsumpf. Das zweite Prinzip der Hermetik, nachdem das erste ja Geistigkeit und Mentalität war, na, dass alles eine geistige Schöpfung ist und wenn du eine materielle Neuschöpfung haben möchtest, du eben geistig Neues schöpfen musst, mental neu schöpfen musst, ist das zweite Prinzip, dass der
Entsprechung. Im Englischen heißt es Correspondence, ein deutsches Wort und ein halbdeutsches Wort ist Analogie. Mhm. Das finde ich schon. Und das Fragewort, das ich diesem Prinzip zugeordnet habe, ist womit. Nämlich, womit ist es verbunden? Alles ist analog zu etwas anderem. Das ist nicht identisch, sondern es entspricht etwas. Das heißt, es gibt eine Yoga-Pose, die entspricht einem Chakra. Dieses Chakra hat eine entsprechende Hormondrüse, hat eine entsprechende Farbe, hat einen entsprechenden Heilstein, einen Solfeggio-Ton, einen Planeten, Tierkreiszeichen und so weiter und so fort. Mhm. Womit ist es verbunden? Alles ist analog zu etwas anderem. Und darin liegt letzten Endes jegliche Form der Harmonisierung und somit auch der Heilung. Und da sollten jetzt alle Ohren, die jetzt zuhören, schön spitz sein. Mhm. Also nur die Ohren. Weitermachen, Heimer. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Lass mich hier schon wieder abdriften. Das muss an Afrika liegen. Afrika hat sowas primär Sexuelles an sich. Oh, egal, da stehe ich zu. Da steh ich zu. Ah, wie schön. Ich möchte den Podcast gerne ausstrahlen können. Können wir jetzt da ganz smooth drüber gehen und nochmal, also analog. Ich hatte da direkt gleich, ich hätte da direkt auch eine Frage im Kopf gehabt, wenn du hast eben so eine schöne Verkettung gebracht, also was wie zueinander da eben analog zu finden ist. Gibt es dann auch ein Ende oder einen Ursprung? Der Ursprung wird durchs Bewusstsein gesetzt und das Ende wird durch das Entziehen des Bewusstseins gesetzt. Ah, okay. So, danke schön. Ich wollte weitermachen, deshalb kriegst du kurze, knackige Antworten von mir. Ja, finde ich gut. Und ich war so ein bisschen auf die deutsche Sprache aus, weil die so klar und deutlich ist. Und das finde ich einfach total genial, insbesondere in Bezug auf Schöpfung. Und wir wollen ja alle schöpfen, das Richtige schöpfen. Und deshalb sollten wir uns auch der deutschen Sprache gewahr werden und nicht achtlos damit umgehen. Um Gottes Willen, ich habe gerade was gelesen. Egal. Diese Analogie in der Hermetik heißt auch, das hat jeder schon mal gehört, die Hunde stören. Wie oben, so unten, wie innen, so außen. Das ist Analogie, das ist Entsprechung. Das ist nicht identisch, aber das ist analog zu etwas. Und für uns ist das von übergeordneter Bedeutung, weil alles für uns schon irgendwo vorgemacht wurde. Das heißt, es gibt schon bestimmte Muster, Ordnungs- und Regelstrukturen, die wir beobachten können und die wir dann für uns anpassen und nutzbar machen können. Hört sich ein bisschen abstrakt an, ist es aber gar nicht so. Das heißt, mach einfach nur mal die Augen auf, guck mal genau hin, wo sich bestimmte Dinge schon mal erschaffen haben, wo etwas vorgemacht wurde, wo du was emulieren kannst, wo du was nachmachen kannst und wo du dann eben auch dieselben Resultate reinfahren kannst. Bring mal ein konkretes Beispiel. Naja, wir waren ja gerade bei unserer Semi-Erotik und Afrika oder so. Leute, die im Prinzip Probleme haben im Beruf oder in der Sexualität, würde ich mal behaupten, haben Probleme im Wurzelchakra. So, das heißt, sie haben eine Blockade und das Wurzelchakra analog dazu ist das Erdchakra. Das heißt, die stehen nicht mit beiden Füßen auf dem Boden. Die haben ein Problem mit Vertrauen. Die haben ein Problem mit Zuversicht. Die haben Angstprobleme, weil Angst blockiert das Wurzelchakra. Das heißt, sie haben ein Problem, aus ihrer Höhle rauszugehen und ins Leben reinzutreten und in das Leben der sensorischen Erfahrungen reinzutreten, die sexueller Natur sind und die dann in unserem Leben auch beruflicher Natur sind. Also jetzt mal doof gefragt, für dich das Thema Sexualität analog zum Beruf? Nein, aber das sind Empfindungen bestimmter oder unterschiedlicher Art und Weise, aber die durch das Sakralchakra, das zweite Chakra quasi repräsentiert werden. Weil das erste ist, gibt uns halt, wir müssen halt uns in gewisser Hinsicht in der Familie, im Stamm, im Überleben sicher fühlen. Und wir können jetzt die Chakras nehmen ein andermal dran, würde ich mal sagen. Ja. Aber das möchte ich das nur kurz abschließen. Wir wollen uns ja sicher fühlen in uns, bevor wir sozusagen ins Leben reintreten können. Und das Wurzelchakra ist halt vom Element Erde bestimmt und das Sakralchakra vom Element Wasser. Und Wasser ist halt Emotionen.
Und Emotionen haben wir in der Sexualität, das Gefühl haben wir in der Sexualität und das Gefühl haben wir natürlich auch, indem wir uns beruflich einbringen und dort Erfüllung und Freude finden. Mhm. Okay. So, das nur mal so. Und jetzt, um das praktisch zu machen, das Wurzelchakra hat die Farbe Rot, hat einen bestimmten Planeten, hat bestimmte Tierkreiszeichen, hat Heilsteine, hat Yoga-Posen. Und das ist analog zu etwas anderem. Das heißt, du kannst wie oben so unten, wie innen so außen, du kannst mal da gucken, was du machen kannst, wo du meinetwegen mehr Rot in dein Leben bringst oder wo du Yoga-Posen machst, die mit dem Wurzelchakra zu tun haben, etc. Und dadurch schaffst du Bewusstsein um dieses Thema herum und schaffst letzten Endes das Vertrauen und verlierst die Angst, die dann dein Wurzelchakra zum harmonischen Rotieren bringen, wodurch du dann den nächsten Schritt machen kannst. Und das wäre der ins Sakralchakra. Und da ja sowieso alles vom Ersten her geistiger Natur erstmal ist, und wenn das Bewusstsein draufgegeben wird und der Fokus, dann kann man damit schön arbeiten. Richtig. Und so ist das zweite Prinzip eben mit dem ersten verbunden. Die gehen auch nicht in irgendeiner Reihenfolge in der bestimmten, sondern die sind alle gleichzeitig tätig. Das heißt, du kannst einfach, wenn du merkst, dass du irgendwo Angst hast oder dass du kein Vertrauen hast in dich selbst oder ins Leben oder ins Universum, kannst du eben über das Prinzip der Mentalität, der Geistigkeit, wer trifft die Entscheidung, neue Entscheidungen für dich treffen, die dich dann in diese Richtung bringen. Mhm. Ach, schön. So, das bringt uns... Das Bringen bringt uns zum dritten Prinzip, das ist das der Schwingung oder der Resonanz. Mein Fragewort da ist, wohin? Das heißt, wohin bewege ich mich? Weil Schwingung bedeutet Bewegung und Bewegung bedeutet Veränderung und Veränderung bedeutet Verwirklichung. Und ganz klar ausgedrückt, ändere ich meine Gedanken dauerhaft? Das heißt, schaffe ich mir eine neue Geisteshaltung durch das Prinzip der Geistigkeit mit Hilfe des Prinzips der Entsprechung, verändere ich eben die Qualität meiner Manifestation. Das heißt, das, was früher mal war, kann eben durch bestimmte Vorgänge ungeschehen gemacht werden und was Neues ins Leben gezogen werden. Wenn ich weiterhin dasselbe Verhalten an den Tag lege, dieselbe Geisteshaltung hege, brauche ich nicht zu erwarten, dass sich im Außen irgendwas ändert. Ich gehe mit dir. Wunderbar. So, und wenn das gut ist, darf es ja auch weiterhin gerne aufrechterhalten werden, wenn das harmonisch ist. Aber wenn es unharmonisch ist, zeigt uns das ja automatisch, das ist ja der Sinn der Disharmonie, dass unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Das merken wir ja, wenn irgendwo ein Orchester was spielt und irgendeiner spielt komplett daneben, dann fällt das auf. Und wenn sie alle quasi harmonisch spielen, fällt eben das nicht auf. Das ist die Eigenschaft oder die Charakterisierung einer Harmonie, dass es quasi stimmig ist. Einklang ist, im Einklang ist. Und dass, wenn irgendwas unharmonisch ist, unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, weil es wieder in Einklang gebracht werden soll. Und das ist ja in unserem Leben auch so, wenn wir Probleme mit Beziehungen haben, heißt das einfach nur, guck mal, das ist das vielleicht nicht der richtige Partner oder das ist nicht die richtige Situation. Oder es muss da bei beiden irgendwo ein Kompromiss gemacht werden, zu einer Anpassung kommen, damit die Harmonie wiederhergestellt ist. Genau. Oder wenn man eben... Krankheit, das Wort mag ich schon eigentlich alleine nicht. Also wenn man in einen Heilungsprozess geschubst wird und dann erstmal scheinbar alles im Chaos ist, dann hat man da ja auch wunderbar die Chance, über die geistige Haltung und die Arbeit und dann eben diese Entsprechung zu schauen, wo will ich denn jetzt hin? Wo soll es denn, wie will ich meine Schwingung neu ausrichten? Ist übrigens ein schönes Beispiel, weil Krankheit gibt es ja nicht. Das ist ja letzten Endes nur ein Ausdruck des Körpers, dass es zu einer Unstimmigkeit gekommen ist, zu einer Disharmonie gekommen ist. Mhm. Und wo man dann gerne mal das erste hermetische Prinzip der Geistigkeit anwenden kann, indem man sagt, Mensch, wer trifft hier eigentlich die Entscheidung? Was für Entscheidungen habe ich getroffen? Welche habe ich nicht getroffen? Dementsprechend, was habe ich gemacht oder nicht gemacht? Und was hat dann zu dieser Krankheit, zu dieser Störung der Harmonie geführt? Und mit neuen Entscheidungen setzt du neue Ursachen und kannst eben diese Disharmonie, die du Krankheit nennst, eben. Ja, also ich sage immer Heilungsphase, ne? So für mich ist das, habe ich mir umbenannt. Ja, aber wenn du dich als Opfer siehst, dann sind andere irgendwo dafür schuld, dass du jetzt irgendwo krank bist. Du merkst gar nicht, dass das deine eigene Schöpfung ist. Das heißt nicht, dass du schuld bist, weil oft kommt ja dieses Schuldwort rein, aber das ist Schwachsinn, im wahrsten Sinne des Wortes, ist schwacher Sinn.
dass, weil es keine Schuld gibt, es gibt nur Ursache und Wirkung. Und wenn dir die Wirkung nicht gefällt, dann brauchst du dir auch über die Wirkung keine Gedanken zu machen, sondern musst du einfach nur an der Ursache arbeiten. Genau, ja. Das heißt, wohin bewege ich mich? Wohin bewege ich mich geistig? Was ist meine Geisteshaltung? Denn meine Geisteshaltung wird ja letzten Endes unterbewusst. Und die Schöpfung, und das hatten wir ja in den letzten Podcast, ist ja ein unterbewusster Prozess. Das ist ja nichts, an dem du aktiv teilnimmst, weil das einfach viel zu komplex ist, um von deinem Verstand nachvollzogen werden zu können. Würde ich den Satz beenden. Haben sein sollen, genau. So, und das bringt uns Hand in Hand zum vierten Prinzip, das ist der Polarität. Mhm. Na, alles hat zwei Pole, alles ist gegensätzlich und das muss so sein, weil zu einem Wort gibt es eben auch ein Unwort, also ein Nichtwort, zu einem Tag gibt es eine Nacht. Es gibt immer ein polares Gegenstück und dazwischen entsprechend viele Graustufen oder Abstufungen. Mhm. Und das ist wohin vereinfacht, da heißt es einfach nur wo, das heißt, wo befinde ich mich? Alles ist eins, nur der Grad der Ausprägung ist unterschiedlich. Mhm. Es ist alles eins, aber es ist nicht alles dasselbe, weil es unterschiedliche Grade der Ausprägung hat. Wenn es mir nicht gefällt, wo ich mich gerade befinde, ändere ich meine Geisteshaltung über Schwingung, Entsprechung, Mentalität, also Geistigkeit und somit meine Manifestation. Weil es gibt zu dem, wo du jetzt gerade stehst, gibt es einen Gegenpol. Du hast kein Geld, andere haben Geld. Du hast keine Gesundheit, andere haben Gesundheit. Du bist unglücklich, andere sind glücklich. Du siehst ja, das existiert allein dadurch, dass es das Wort gibt. Und du siehst das ja auch in den Menschen. Ich fragte vorhin eine Freundin aus Dubai, fragte mich, bist du eigentlich jemals traurig? Und ich sag, ja, aber nicht für lange, weil das ist einfach nicht ein Ort, an dem ich mich lange aufhalte. Ich erkenne das, ich versuche die Ursache zu erkennen und dann setze ich halt eine neue Ursache. Dann lerne ich draus und bin dann halt in den meisten Fällen sehr gut drauf. Genau, und da wollte ich gerade hin, um zu sagen, was ist denn mit den Menschen, die wirklich so diese Sonnenkinder, weißt du, wo eigentlich alles immer top ist, die sich scheinbar immer auf der einen Seite des Pols aufhalten. Oh, das ist jetzt ein sehr interessantes Thema, weil uns das voll reinbringt ins Chakrasystem. Ganz kurz eben die Trauer blockiert nämlich dein Herzchakra. Und diese Sonnenkinder, denen scheint proverbialmäßig die Sonne aus dem Hintern. Und was ist das Äquivalent? Genau. Äquivalent der Sonne, das ist das Solarplexus-Chakra. Das heißt nicht ohne Grund Sonnengeflecht. Das ist unsere innere Sonne. Und wenn dein Sonnenchakra, dein Solarplexus-Chakra aktiv ist, dann hast du auf deiner Stirn ein großes FU, ne? Mhm. Oder oder du weißt schon, dich Schild, weil dann ruhst du so sehr in dir, du weißt, wer du bist, du hast Vertrauen ins Leben, Wurzelchakra, du bist im Einklang mit deiner Sexualität und mit deiner Kreativität, Sakralchakra. Und du bist dir selbst bewusst, du hast Selbstvertrauen, du hast Selbstwertgefühl, du bist dir selbst bewusst, du verwirklichst dich selbst und das ist halt das Kennzeichen, das Merkmal eines starken Solarplexus-Chakras und dann ist dir auch egal, was andere Leute von dir halten, über dich sagen etc. Und das sind dann eben diese Sonnenkinder, die sich nicht von den äußeren Umständen mehr beeinflussen lassen. Ja. Weil das ist leider das Kennzeichen oder das Merkmal einer schwachen Person, dass sie viel darauf gibt, was das Außen zurückgibt. Und eine starke Person gibt gar nichts mehr darauf, was das Außen gibt, weil sie sich selbst verwirklichen. Das ist im Tarot, ist das übrigens der Narr, die Nullte und oder die 22. Karte. Okay. Ich höre einfach nur, weil da kann ich nicht so viel Kluges zu beitragen, weil ich mit Tarotkarten und auch überhaupt mit diesem, du legst ja auch diese anderen Karten, ne? Das ist schön, dass du mir diese Steilvorlage gibst, ja, weil genau, du bist ein Schatz. Ja. Wir wissen das doch alle. Also der Narr als 0. oder 22. Karte hat ein Kartenäquivalent im Kartensystem, das ist der Joker, der überall eingesetzt werden kann. Und der Joker hat einen Geburtstag, das ist der 31. Dezember.
Mhm. Und lustigerweise, das ist mir erst vor ein paar Tagen aufgefallen, also im gewissen Sinne, ich wusste das vorher, aber es ist mir erst aufgefallen, der 30. Dezember ist das Herz Ass, das heißt, und der 29. Herz 2, das heißt, im Jahr zurück geht es in den Karten hoch, das heißt, die erste Karte ist das Ass, die 1 vom Herzen von der ersten Jahreszeit im Frühjahr. Auf der anderen Seite aber der 1. Januar, das heißt, der Tag danach, ist der Pik König, das heißt, die letzte Karte vom letzten Blatt, das heißt, der Joker steht sozusagen zwischen ganz am Anfang und ganz am Ende. Mhm. Deshalb ist es die 0. oder auch die 22. Karte. Das heißt, du kannst ein Narr sein, weil du im Prinzip nichts weißt und dir alles egal ist. Und du kannst auch ein Narr sein, weil du alles weißt und dir auch alles egal ist. Ja, schönes Bild. Na? Ja. So, Polarität haben wir auch. Geisteshaltung können wir verändern. Und wo wir gerade bei den Karten wären, sprechen wir unweigerlich über Rhythmen. Das wäre das 5. Prinzip. Und Rhythmus, wo jeder mit muss. Das Fragewort heißt wann. Und das ist für uns von übergeordneter Bedeutung, denn die Frage lautet, wann ist der beste Zeitpunkt? Mhm. Denn der Rhythmus gleicht aus, denn alles, was extrem wird, wird letzten Endes lebenswidrig. Deshalb brauchen wir diesen Rhythmus. Dein Herzschlag ist ein Rhythmus. Der Tagespunkt ist ein Rhythmus. Die Jahreszeiten sind ein Rhythmus. Hätten wir nur Winter, wäre es zu extrem, wäre es lebenswidrig. Hätten wir nur Sommer, wäre es extrem, wäre es lebenswidrig. Mhm. So, und deshalb gibt es eben in bestimmten Zeitabschnitten bestimmte Qualitäten und diese Qualitäten bedingen, dass bestimmte Sachen zu dieser Zeit eben günstiger sind, besser sind, passender sind, angemessener sind, ertragreicher sind als andere. Naja, finden wir in der Natur, ne? Das Thema ja mit Fruchtfolgen und Säen, Ernten etc. pp. Und finden wir ja aber auch in der Arbeit, wenn wir bestimmte Themen beruflich jetzt anschieben, dann braucht es einen bestimmten Ablauf und Zeitprozess, ehe dann das Ganze zurückkommt. Also ja. Genau so ist es. Und da kann gar nicht genug Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden. Denn wenn ich die Qualität einer bestimmten Zeit kenne, kann ich mich darauf einstellen, anpassen und eben zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun und dann eben auch ein Ergebnis einfahren, was mir gefällt. Deshalb ist das so, so wichtig. Vielleicht als Impuls noch oder ganz spannend, wo ich mich jetzt auch seit einigen Monaten intensiver mit beschäftige, ist auch nochmal der Mondzyklus. Die Mondphasen, finde ich auch, kann man ja auch mal mitgehen und sich mal ein bisschen reindenken. Macht auch Spaß, damit zu spielen. Richtig, weil dem Mond haben wir diese ganze emotionale Seite zugeordnet. Und wir wissen ja, dass bei abnehmendem Mond, also die 14 Tage, eine andere Qualität vorherrscht als bei zunehmendem Mond, eben die 14 Tage, die dann Richtung Vollmond gehen. Mhm. Na, wo alles nach außen geht und dynamischer ist und wo es dann vom Vollmond, am Vollmond den Höhepunkt erreicht und wo es dann diese 14 Tage Richtung Neumond nach innen geht, passiver wird, weiblicher wird, introspektiver wird. Ja. Wollte ich nochmal so mitgeben, ne? Das finde ich schön und großzügig von dir. Ja. Also kenne ich die Qualität von Raum und Zeit, weiß ich, wann ist für mich der beste Zeitpunkt, aktiv zu werden und wann passiv und empfänglich zu sein. Völlig klar. Ne, weil es gibt manchmal Phasen, wo ich den Impuls gebe und wo es gut ist, den Impuls zu geben und das teilweise losgelöst von irgendeiner Mondphase. Und wo es dann teilweise gut ist, einfach abzuwarten und zu gucken, bis sozusagen das Wetter vorbeigezogen ist oder der Sturm vorbeigezogen ist. Mhm. Genau, und auch immer ganz wichtig, sich wieder Ruhephasen wirklich zu geben. Also ob das nun geistige Ruhephasen sind oder auch körperliche. Wir haben immer die Verbindung zur Natur und unsere Trennung von der Natur durch diese übermäßige Technologisierung und die hohe Taktrate und die geringe Aufmerksamkeitsspanne haben wir uns keinen Gefallen getan. Ja, bin ich auch bei dir komplett. Ja, das heißt, wir finden unsere Antwort, die Antworten auf alle pertinenten Fragen im Leben, auf alle dringlichen Fragen im Leben, wichtigen Fragen im Leben, finden wir immer in der Natur. Aber wenn wir uns nicht die Mühe machen, da mal genauer hinzugucken, wie die Natur eigentlich handelt und was in welcher Reihenfolge stattfindet, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn unser Leben genauso armselig aussieht.
Aber bevor wir uns da vertiefen, wann ist jetzt der Zeitpunkt? Gehen wir zur Ursache und Wirkung. So ist es. Da habe ich das Fragewort, was und oder warum. Was tue ich, beziehungsweise warum tue ich es? Was ist meine Motivation für mein Handeln? Und dann bin ich mir der Ursache bewusst, muss ich mir über die Auswirkungen keine Gedanken mehr machen, da sich alles gesetzmäßig verwirklicht. Ursache und Wirkung sind miteinander verbunden, zumindest im irdischen Bereich. In der Quantenphysik ist das vielleicht schon nicht mehr so ganz definierbar, aber da bewegen wir uns im Bereich des Potenzials und der Möglichkeiten und der Unwahrscheinlichkeiten. Und im irdischen Bereich sind Ursache und Wirkung sehr wohl miteinander verbunden. Und man darf sich im Bereich der Bewusstwerdung eben wirklich mal Gedanken machen, welche Ursachen setze ich eigentlich durch mein Handeln, welche Ursachen setze ich durch meine Untätigkeit, welche Ursachen setze ich durch, was weiß ich, eine schlechte Laune, dadurch, dass ich mir von anderen Realitäten präsentieren lasse, zum Beispiel den Medien, den Tageszeitungen, irgendwelchen Propheten von Doom and Gloom. Und wo sage ich stopp, das ist mir, Achtung Roman, hallo lieber Roman, wo wird mir hier welches Angebot gemacht und wie reagiere ich darauf? Genau, da sind wir dann auch gleich wieder beim Ersten, ne? Wer ist denn hier die Geistigkeit, also wer ist das Souverän, könnte man sagen, und was ich aber eben zu Ursache und Wirkung richtig wichtig finde, das, was du eben schon aufgezählt hast, nicht einfach nur zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt zum Bäcker zu gehen und die Brötchen zu holen und auf den Familientisch zu bringen, also damit bin ich der Verursacher, dass die Brötchen da sind, sondern auch eben, genau wie du es gerade gesagt hast, was lasse ich mir denn aufdrücken, wo bin ich unbewusst? Und aus diesem Grund zeigt sich in meinem Leben etwas, was ich gar nicht haben möchte. Also ja, ich sage immer, Achtung, schön die Lampen anlassen, ne? Ja, das ist aber teilweise wirklich schwierig. Und das liegt darin, dass der Verstand in seiner Funktionsweise äußerst beschränkt ist. Und das aus gutem Grund. Die Unbeschränktheit befinden wir ja, wie wir aus den vorherigen Podcasts wissen, Unbeschränktheit und Grenzenlosigkeit, Unendlichkeit finden wir im Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist in der Lage, neue Realitäten zu konstruieren. Das Wachbewusstsein kann diese lediglich wahrnehmen. Und deshalb ist das Wachbewusstsein oder der Verstand auch immer dabei, Dinge zu vereinfachen, zu abstrahieren. Die Schöpfung selber ist sicherlich in ihrer Art und oder in ihrer in ihrem Wesen auch einfach strukturiert, aber in unserem Leben spielen da so viele Faktoren eine Rolle, beeinflussen sich so viele Dinge gegenseitig, dass der Verstand gar nicht die Möglichkeit hat, das alles nachzuvollziehen. Warum eine bestimmte Person in unser Leben gekommen ist, warum sich diese Sache zum jetzigen Zeitpunkt verwirklicht hat, auch wenn sie mir gar nicht gefällt, warum die Katze vom Bus überfahren wurde, warum jetzt, was weiß ich, diese künstlich herbeigeführte Krise zu einem Zeitpunkt in mein Leben getreten ist, wo ich mich gerade doch schön frei entfalten wollte und so viele Pläne hatte mit Reisen auf dem Cruise Ship und hier arbeiten und da umziehen. Und ich hatte das alles vor und auf einmal sagt die Regierung, tut mir leid, es wird nicht mehr gereist. Wir machen mal die Grenzen dicht. Sie bleiben jetzt mal sitzen in Südafrika. Sie bleiben mal sitzen. Ja, es könnte schlimmer sein. Ja, das stimmt. Also ich hab hier nur kleiner persönlicher Einwurf. Ich habe hier eine richtig, richtig geile Zeit. Kleiner persönlicher Einwurf. Mir geht es auch sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle. Wollte ich gerade noch. Wir haben ja regelmäßig Gespräche, die erhellen mein Gemüt. Und auch wenn das Wetter deutlich schlechter ist als auf deiner Seite, bin ich gesegnet mit so vielen tollen Menschen, mit denen ich Kontakt habe. An dieser Stelle auch mal ein Danke raus an die Menschen, die uns zuhören und meinen Followern sozusagen auf YouTube und auf Telegram und die vielen super Feedbacks. Boah, was für ein Segen, was für eine Fülle, die ich in diesem ganzen letzten Jahr irgendwie spüren, erleben durfte. Also von daher machen wir mal in Demut weiter. Siehst du? Und ich sitze hier am anderen Ende von Afrika, lebe gerade aus einem Koffer, wobei die eine Hälfte des Koffers mit technischem Equipment bestückt war und die andere mit irgendwelcher Kleidung.
habe vieles von dem nicht, was ich sonst in meinem Leben habe und freue mich gerade wie ein kleines Kind. Wir gehen jeden Tag mit den drei Hunden an den Strand und danach ins kalte Wasser und jetzt wird es weniger windig und weniger heiß und heute Abend kommen noch Freunde zum Essen und heute früh war ich in meiner Ozonsauna. Davor habe ich gesprochen mit Dubai, mit meiner bulgarischen Freundin und einer kirgisischen Freundin. Und jetzt habe ich mit dir den Podcast und jetzt hauen wir noch das siebte raus. Ja, aber will nur sagen, das ist lustig, aber das ist alles geistig. Das sind Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wer trifft die Entscheidung? Das sind Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe. Ich muss ja nicht hier sein. Mich hat ja hier keiner hergeverfrachtet, unterbewusst. Mich sozusagen in Koma versetzt und dann in Kapstadt aus dem Flugzeug geschubst. Mhm. Das sind Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und die haben entsprechende analoge Auswirkungen. Winter in Deutschland, Sommer in Kapstadt. Oder in Südafrika. Schwingung, wohin schwinge ich, mit was umgebe ich mich nicht. Ich habe mich in der Zeit in Deutschland viel zu sehr mit diesem ganzen C-Kram befasst und habe gemerkt, das ist alles schön und gut, sich dazu informieren, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo dann der Punkt erreicht ist. Dann brauche ich auch nicht mehr davon. Dann habe ich erkannt, was das für eine Qualität ist und dann kann ich eben neu für mich entscheiden. Das heißt, ich habe einen Polwechsel vollzogen. Ich bin von der einen Seite zur anderen Seite rübergegangen. Ja, und ich habe mich sowieso entschieden mit dem, was ich auch aussende und entsprechend ja auch befasse, eben unsere Gespräche, Roman etc. pp., habe ich mich auch für einen Pol entschieden. Klarer so, Fall. So, besser. Du hättest dich auch für einen Polen entscheiden können. Ja, hätte ich auch. Alle, dziękuję bardzo, to nie dzisiaj. So in, ja, genau. Oder Frau Kaczmarczyk oder wie sie heißt, aka Angela Merkel. Und da sind wir auch übrigens bei Wer trifft die Entscheidung? Weil der Mensch in der Demokratie hat sich dafür entschieden, den Großteil seiner Entscheidungen anderen zu überlassen. Nackte Wahrheit. Wir gehen wählen einmal in 4 Jahren und dann macht ihr mal, wir wählen euch ja. Und wir hoffen dann, dass die das tun, was uns gut tut. Hey, wir wollen nicht politisch werden. Nein. Aber jetzt ist es auch ein Erwachen. Wir haben eben festgestellt, dass das, weil das ja eine komplexe Abfolge ist, so ein Netzwerk von sich gegenseitig beeinflussenden Punkten. Wir haben jetzt festgestellt, dass die in den Entscheidungspositionen sitzen, nicht das Wohl des Volkes im Sinn haben, der Masse im Sinn haben. Und dass jetzt auch da andere Entscheidungen getroffen werden müssen, nämlich von jedem Einzelnen. Denn die da oben sitzen nur deswegen da, weil wir quasi deren Angebote angenommen haben und sie dahin gewählt haben. Und das war vielleicht für eine Zeit lang vollkommen in Ordnung, aber jetzt muss es halt in eine andere Richtung gehen. Ansonsten können wir nicht nur die Wirtschaft abschreiben, sondern wir können auch das gesellschaftliche Miteinander abschreiben, weil es einfach zu sehr, Achtung, Hermetik, polarisiert, zu extrem wird und der Middle Ground, also dass die goldene Mitte verloren wird. Nicht nur im Sinne von Diskurs, sondern auch im Sinne von wirtschaftlicher Kaufkraft. Dass sich auch das polarisiert, dass wenige Leute immer mehr haben und die Mittelschicht zerstört wird, entweder reicher wird oder ärmer wird. Und das ist äußerst gefährlich für die Gesellschaft. Auch da dürfen wir uns jetzt engagieren, Gedanken drüber machen, das mit anderen besprechen, dass es da zu neuen Entscheidungen kommt. Denn das, was jetzt gerade abläuft, ist alles andere als lebensrichtig. Es hat auch nichts mehr mit Gesundheit zu tun, sondern es ist reine Politik. Und auch das muss, und ich meine, jeder, der diesem Kanal zuhört, weiß das, das muss sich ändern. Das ist jetzt, hier ist eine Sache unstimmig geworden, unharmonisch geworden und die muss wieder neu eingerenkt werden. Denn so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen und wird es auch nicht weitergehen. Nein. Gesetz der Hermetik oder des Ganzen, was da im Raum steht, wird es sowieso, ich sag mal, aus dem Chaos eine neue Ordnung entstehen. Richtig. So würde ich es jetzt mal da lassen an der Stelle. Weil wir haben noch ein Gesetz, mein Lieber. Richtig. Wir haben uns nämlich über schlecht unterhalten und deshalb sprechen wir jetzt über G-schlecht. Genau. Das ist das und siebte. Das Fragewort, Ära, richtig, das siebte und letzte war doch gar nicht so viel und so kompliziert. Das Fragewort für das Wort Geschlecht von Helmer Rudolph exklusiv zugeordnet heißt wie?
Wie verhalte ich mich? Und das heißt auf Deutsch gesagt, es gibt Zeiten, wo es sinnvoll ist, aktiv, massiv und zielgerichtet zu handeln, sprich männlich. Und es gibt Zeiten, wo ich passiv entspannt neue Informationen aufnehme, deren Inhalt ich zwecks der nächsten aktiven Phase analysiere und bewerte. Und das ist das Weibliche. Das heißt, es gibt eben für jede Qualität, jetzt mal grob gesagt, das heißt im Rhythmus, für jeden Zeitpunkt gibt es eine entsprechende, zweites Prinzip, Verhaltensweise. Mhm. Nämlich eine männlich aktive und eine weiblich passive. Wir haben das einfach mal wirklich der Vereinfachung so zugeordnet. Da kann sich jeder jetzt einen aufgeilen oder nicht und dagegen sagen, reden, ist mir völlig egal, weil mein Solarplexus funktioniert. Männlich und weiblich. Das Männliche ist halt das wirklich eingeschränkte, zielgerichtete, impulsgebende. Und das Weibliche, und wir haben das ja auch in der Anatomie, ist das Empfängliche, aber letzten Endes Schöpfende. Mhm. Und du kannst weder zu männlich sein oder du darfst weder zu männlich sein noch zu weiblich. Bist du zu männlich, brennst du aus und wirst einfach zu engstirnig. Sieht man bei den Leuten dann ja auch an. In der Physiognomie. Oder du bist einfach zu passiv, zu abwartend und es drücken dir andere. Wer trifft die Entscheidung? Du nicht. Also drücken dir andere die Entscheidung auf. Und dann kriegst du eben das, was sie dir zugedacht haben. Und das heißt, es gibt immer eine goldene Mitte zu finden. Und egal, ob du eine Frau bist oder ob du ein Mann bist, es gibt immer Momente, Phasen, was weiß ich, wo du einfach männlich bist, wo du die Entscheidung triffst. Und dann musst du auch zwecks Regenerierung dir Phasen gönnen, wo du einfach zurücktrittst, wo du das Ganze mal analysierst, wie zum Beispiel jetzt diese ganze fabrizierte Suppe des letzten Jahres. Ja. Da trittst du mal zurück und guckst mal hinter den Vorhang, hinter die Bühne, hinter die Massenmedien, hinter das, was dir öffentlich gemacht wird und guckst mal, was sich, und da kommen wir ganz zum Anfang zurück, was sich dir dort offenbart. Genau, und wie stimmig ist was für dich? Ganz wichtig, da auch wirklich Vertrauen in sich selbst, in sein eigenes Bauchgefühl, sage ich mal, um dann zu sagen, ich entscheide meine Geistigkeit, meine Souveränität, das als meine Wahrheit und das eben nicht. Und nur weil da ein Aufkleber dran ist von ARD und ZDF, muss es ja noch längst nicht heißen, dass die Wahrheit mit gepachtet haben. Löffeln gefuttert haben. Oder das haben sie sowieso nicht. Nee. Das haben sie sowieso nicht. Aber auch sie setzen Ursachen und die haben entsprechende Auswirkungen. Sie haben sich der Wahrheit zum größten Teil abgewandt oder haben sich sie haben sich wirklich der Wahrheit abgewandt und sie haben sich eine bestimmte Realität, eine Wirklichkeit ausgesucht. Mhm. Und jetzt entscheiden halt immer mehr Menschen, diese Form der Wirklichkeit und fehlenden Wahrheit nicht mehr zu frequentieren. Sie schwingen damit nicht mehr auf derselben Wellenlänge und widmen sich oder jetzt anderen alternativen Medien. Genau, aber auch da muss man jedes Mal für sich neu prüfen, weil die sind ja auch wie sonst was aus dem Boden geschossen, die Kanäle und die verschiedensten Aufklärer. Und auch uns muss man nicht alles abnehmen. Da können die Zuhörer selber entscheiden, okay, das schwingt für mich, das schwingt nicht, da schalte ich jetzt ab. Das ist mir zu blöd. Das Angebot muss ich nicht annehmen. Sage ich immer wieder gerne, jeder darf für sich selber in jedem Augenblick bewusst entscheiden, für sich. Das ist schön. Und da stimme ich dir nicht zu. Doch. Ist mein Solarplexus stark für mich. Ja, das ist gut. Pass auf, ich erzähle dir jetzt was. Was wir hier von uns geben, insbesondere in diesem Podcast, hat nichts mit persönlicher Meinung zu tun. Wir unterhalten uns hier über Naturgesetze, die die gesamte Schöpfung möglich machen. Wenn du dich diesen Themen nicht widmest, fehlt dir etwas absolut Essentielles für deine Entwicklung in einem Leben, was sich kontinuierlich verändert und was dir kontinuierlich neue Situationen persönlich, beruflich, gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich etc. vorsetzt, mit denen du umzugehen hast auf eine Art oder die andere. Das heißt, in diesem Falle hat das nichts mit deiner Meinung zu tun oder mit meiner Meinung zu tun. Hier werden universelle
Gesetzmäßigkeiten, diesem Podcast universelle Gesetzmäßigkeiten vermittelt. Nichtsdestotrotz, mein Schatz, dürfen die, ich falle dir jetzt ins Wort, und aber sehr liebevoll hast du es gehört. Nichtsdestotrotz dürfen unsere Zuhörer entscheiden, ob wir eine sympathische Art haben und das entsprechend vermitteln. Wir sind ja auch polarisierend, du insbesondere, und das mag ich so an dir. Und das möchte ich damit in den Raum geben. Es hat nichts mit den Fakten der Gesetzmäßigkeit zu tun, sondern die Beispiele, die ich vielleicht anbringe, meine Art, die ich auch gerne mal als Perspektive mit in die Welt schenke, die muss mir nicht jeder abnehmen. Und dazu stehe ich weiterhin, da ist mein Solarplexus stark. Ich weiß aber, wo du hin willst, und ich bedanke mich auch wirklich für das Wissen, was du ja auch so die ganze Zeit frei in die Welt schenkst, ja, und auch natürlich... Meine Kontoverbindung lautet... Nein, die wollen wir gar nicht wissen. Wissen darf zu den Menschen. So, aber was wir wissen wollen, das hatten wir im Vorfeld ja schon so halb abgesprochen, worüber wir uns unterhalten haben, jetzt recht ausführlich, biete ich auch in Form eines kostenlosen Online-Kurses an, darf sich jeder gerne für 0 Euro eintragen und kriegt dann ein paar Videos, die wohlgemerkt ein bisschen flacher sind, aber trotzdem das nochmal dauerhafter verinnerlicht. Genau, und wo es dann 21 Tage, 3 Wochen eine recht umfangreiche E-Mail-Begleitung gibt und die einen dann noch weiter reinbringt in diese Thematik. Weil ich denke, das ist jedem klar geworden, der diesen oder die diesen Podcast jetzt hört. Es ist überaus nützlich, dieses Wissen zu haben, diese Sachen, diese Themen zu verinnerlichen. Denn letzten Endes beruht es wirklich, unser gesamtes Leben beruht darauf. Mhm. Beruht auf Mentalität, beruht auf Analogie, beruht auf Schwingung, beruht auf Polarität, beruht auf Rhythmus, beruht auf Ursache und Wirkung und beruht auf Geschlecht. Und deshalb, die Hermetik ist wirklich das absolut Grundlegende, und es ist eine himmelhochschreiende Schande, dass uns das auch im Jahre 2021 immer noch nicht in der Schule beigebracht wird. Also uns so sicherlich nicht mehr, aber auch den Kindern nicht. Das ist eine absolute Frechheit. Und wahrscheinlich ist auch das bei Design, ist auch das so beabsichtigt, so gewollt. Denn mit diesem Wissen kommst du, und da sind wir wieder bei der Sonne aus dem Hintern strahlen, kommst du in deine eigene Macht und Kraft und kommst du aus deiner Ohnmacht heraus. Denn wenn du ohne Macht bist und wenn du Angst hast und kein Vertrauen hast in dich und das Leben, einfach weil du keinen Plan hast, dann wirst du immer im Außen nach anderen suchen, die dir die Lösung vorlegen. Und im Außen, und du wirst dich wundern, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, welchen Geschlechts auch immer, wirst du sehen, dass im Außen auf jede Nachfrage ein Angebot besteht. Das heißt, sind wir wieder bei Roman. Es gibt jemanden, der ist willens, deine Schwäche zu befriedigen, zu beantworten und dir dafür auch noch Geld abzunehmen. Mhm. Das ist grundsätzlich nichts Schlimmes, ist dann auch mein Schlusssatz. Aber es zeigt sehr deutlich, dass wenn wir uns selbst nicht stärken, wir in solche Situationen kommen, manövriert haben durch unsere Unzulänglichkeit, durch unsere Inkompetenz, durch unsere Faulheit, Bequemlichkeit, was auch immer, völlig wertfrei gesprochen, dass solche Sachen wie diese ganze manufactured, künstlich hergestellte Krise wie diese auftreten kann. Die muss auftreten, weil wir uns sozusagen von der Stärke, von der Souveränität, von der Eigenermächtigung abgewandt haben. Und wir haben anderen die Entscheidungsfindung überlassen. Genau, das hört jetzt aber auf. Bei uns hat es sowieso schon aufgehört. Und wir laden alle ein, ihren eigenen Weg zu gehen und genau diese Stärke vielleicht wieder zu entdecken oder dann entsprechend zu leben. Für mich noch ein Punkt, weil wir jetzt so oft das mit dem Geld erwähnt haben. Also dein Online-Kurs ist kostenlos, den verlinke ich, finde ich ein super Geschenk, und natürlich habe ich nichts dagegen. Ich habe bei YouTube selber einen Spendenlink vor ein paar Wochen mal eingestellt. Wenn jemand spenden möchte, darf er das tun, aber ich finde das halt ganz doof, wenn irgendwie diese Bezahlschranken sind und man kann nicht an das Wissen kommen. Also wir schenken das jetzt erstmal so in die Welt, und der Rest macht der Himmel. So, mein Lieber. Die Sache ist ja die, es gibt ja nicht nur dieses Entweder-Oder. Das Wissen ist kostenlos verfügbar. Das ist das Schöne, dass uns das Internet diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat, dass wir, wenn wir wollen, wenn wir das Interesse haben, eben auch darauf stoßen können. Und innerhalb dieses Angebots gibt es eben auch Anstrengungen, Initiativen von Individuen
ich bin eines davon, das eben gesagt hat, okay, es gibt bestimmte Sachen, die kosten was. Und bei mir ist es halt so, die Hermetik ist die Grundlage, da gebe ich halt meinen kurzen Kurs, meinen Schnupperkurs raus, heißt Fundamental oder Fundamental. Und dann habe ich da noch zwei Aufbaukurse drauf und die kosten eben was. Und da geht's halt ein bisschen tiefer rein. Und für diejenigen, die Interesse haben, da tiefer einzusteigen und noch Lust haben, noch mehr von diesem genialen Wissen zu offenbaren und ihrem Leben zu verwirklichen, gibt's halt auch da Angebote. Gut. So, jetzt haben wir heute ein bisschen überzogen, sehe ich. Aber es war ganz wunderbar mit dir, dieser Ritt mit dir auch, über die Hermetik. Ich würde sagen, dann sind wir das nächste Mal mit dem Chakra-Thema zugange. Ich bedanke mich ganz herzlich und sende meinen Zuhörern, Zuhörerinnen, ein Lächeln. The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt.